Meine Damen und Herren, einen schönen Vormittag wünsche ich. Herzlich willkommen mal wieder an der oberen Ruhrtalbahn, diesmal in Nieheim-Hüsten. Da haben wir schon das ein oder andere Mal an der Strecke anschließenden freien Strecke Richtung Wickede gestanden. Heute sind wir jetzt mal im Bahnhof Nieheim-Hüsten. Da gibt es noch zwei relativ große Bahnübergänge. Dies ist der westliche davon, also an der Ausfahrt in Richtung Wickede. Lichtzeichen, zwei Halbschranken ergeben einen Vollschrankenabschluss, kein Gong, überwacht per Kamera zum Fahrensleiter hier vor Ort in Nieheim-Hüsten, der hier ein Spurplan 600 Stellwerk bedient. Das ist bei diesem verhältnismäßig kleinen Bahnhof mir nicht bekannt, dass es das so oft gäbe. Wir sehen drei Gleise, die dieser Bahnübergang überwacht. Es waren mal vier. Das dritte, von hier aus also das zweite, fiel dem neuen Bahnsteig zum Opfer. Ich zeige euch das mal. Da ist ein neuer Mittelbahnsteig gebaut worden und dem hat er leider Gleis 3 gekostet. Das ist auch abgebaut. Das Signal gibt es aber noch. Ja, und dann ist hier ein neuer toller Parkplatz entstanden. Da stehe ich. Leider ist von der Seite hier alles zugezäunt und man muss ganz da hinten rum an diesen Fahrradabstellplätzen rüber und dann hierher laufen. Und das hat mich jetzt einen Zug schon gekostet, ne, weil ich das nicht mehr geschafft hätte. Ja, das ist also, weiß ich nicht, wer sowas plant. Man kann doch hier so einen kleinen Durchgang noch lassen für Fußgänger wenigstens. Na gut, okay, ist nicht Feierabend. Ja, wir sind also in Bahnhof Nieheim-Hüsten, wie gesagt. Dieser Bahnübergang kenne ich eigentlich schon seit meiner Kindheit, kann man sagen. Obwohl ich betrieblich mit ihm noch nie zu tun hatte, da ich ja nun hier nie Fahrensleiter war und wohl auch nie sein werde. Aber wir sind hier an meinem alten Berufskolleg, wo ich die Oberstufe verbracht habe. Da hinten das Gebäude, hinter der U22, das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung. Hier habe ich 2008 ein mittelgutes Abitur erlangt. Und ich bin relativ stolz darauf zu sagen, dafür relativ wenig Lebenslernzeit verschwendet zu haben. Wichtig war mich nur haben und nicht brauchen. Na gut. Ja, und dann konnte man so ein bisschen den Ausfahrbereich von manchen Klassenzimmern aus beobachten. Und das war dann immer so in langweiligeren Unterrichtsstunden immer eine schöne Beschäftigung. Der Personenverkehr wird abgewickelt von DB Regio NRW mit zwei Linien. Die kennt ihr sicherlich schon, den RE17, Sauerland Express, Hagen, Frontenberg, Nieheim-Hüsten, Arnsberg, Meschede, Bestwig, Brilon-Wald, Marsberg, Warburg und teilweise dann weiter bis Kassel-Wilhelmshöhe. Und den RE57 Dortmund-Sauerland-Express von Dortmund über Frontenberg, Nieheim-Hüsten, Arnsberg, Meschede, Bestwig. Dort wird dann regelmäßig geteilt. Dann geht es entweder über Brilon-Wald nach Brilon-Stadt oder über Siedlinghausen nach Winterberg. Manchmal wird aber auch nur einer der beiden Äste dann abwechselnd bedient. Beide Linien verkehren stündlich, was hier einen ungefähren Halbstundentakt ergibt. Der von Winterberg hat gleich leider fett Verspätung. Das heißt, wir kriegen jetzt relativ zügig eine Aufnahme, müssen dann eine ganze Weile warten. Das ist aber nicht dramatisch. Ich habe Zeit genug dabei. Ja, ist hier viel filmerisch ein bisschen schwierig, deswegen bin ich jetzt auch bewusst an einem Sonntagvormittag, Sonntagmittag hier, wo hier der Straßenverkehr nicht ganz so krass ist. Güterverkehr wird von DB Cargo zum einen gefahren und zum anderen von der RLG, von der Ruhr-Lippe Verkehrsgesellschaft. Die besitzt hier im Bahnhof auch noch eigene Gleisanlagen. Genau. Da ist jetzt aber, glaube ich, zum Sonntag auch nicht so viel los. Genau. Das findet in einem Umfang statt. Wie riesig da ist, weiß ich nicht. Ich habe mich mal ja vor ein paar Videos aus dem imaginären Fenster so rumgelehnt und habe gesagt, im Lahntal ist mehr Güterverkehr. Ja, ich glaube, hier ist es wirklich ein bisschen weniger. Das muss man so feststellen. Es gibt außerdem von beiden Linien, von L1757, auch Saisonverkehre nach Willingen.
Die finden aber erst im, hauptsächlich im Sommer und im Herbst statt. Wir haben jetzt Mitte März oder 19. März, das ist da mir nicht, noch nicht bekannt. Die Verkehre fangen in ein paar Wochen an. Da können dann auch nochmal VT644 zum Einsatz kommen. Ansonsten werden beide Linien mit PESA Link bedient. Zweiteilig Baureihe 632, dreiteilig Baureihe 633. Okay, genug der Vorrede. Leben wir mit der Sonne? Ich habe einen Regenschirm, aber der liegt im Auto. Den Weg dahin habe ich geschildert. Und ich hatte jetzt keinen Bock, den die ganze Zeit in der Hand zu haben. Also zocken wir mal und denken, dass es trocken bleibt. Viel Freude mit den Aufnahmen in Neheim-Hüsten. Weiter möchte ich es nicht verwenden.
Hab da gesehen, der war mit Kinderbildern beklebt, der Zug. Lol. Vom WDR? Bitte? Vom WDR? Nein. Was soll ich mit denen? Ich dachte, das wäre ein Fernsehteam vom WDR. Nein, Quatsch. Kimmst du, wer da bei Rot drüber fährt, oder was? Was? Im Zweifel ist es mit drauf. Kommt aber bei jedem guten Dreh mindestens einmal vor. Geht auch schon mal die Schranke nicht zu, wenn der Zug kommt? Technisch ausgeschlossen. Ja? Nee, weil da Signale sind und die gehen erst auf grün, erst auf Fahrt, wenn hier zu ist oder Ersatzmaßnahmen getroffen sind. Das heißt, es kann nicht passieren, dass einer voll drüber rauscht und aus ist, auf ist. Ist ausgeschlossen. Ja, sicher, natürlich, müssen sie ja. Oh, Pfadfinder. Pfadfinder? Dann war die Hütte voll. Ich will aber nicht mit dem an die Hand. Gute Fahrt, jawohl. So, jetzt gibt es noch eine Doppelaufnahme zum Abschluss aus beiden Richtungen. Das ergibt sich jetzt wegen der Verspätungen. Der Zug, der da jetzt ist, das war der, der nach Dortmund um 11.40 Uhr fahren sollte. Jetzt ist 12.13 Uhr. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.